Dum, 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 Moin. Dum, dum, dum. Guten Morgen. Hm. Wir sind mal wieder an einem altbekannten Flussabschnitt, an einer altbekannten Stelle. Wollten eventuell eigentlich mit dem Belly raus, aber die Teiche frieren so langsam wieder zu und deshalb müssen wir gucken, wo bewegtes Wasser ist. Ja. Kurz überlegt, Stelle rausgefunden, ab geht's ans Wasser und heute mal was ganz Besonderes. Ne? Wir beide machen mal eine Battle. Mal gucken, aber ja, die Idee ist nicht ganz so verkehrt. Hat nämlich auch einen Grund. Ja. Peter war gestern los und hat ein paar Tauwürmer geholt. Und dabei gibt es so Leuchtende, ne? Ja. Ja, und ich habe mal so Leuchtende und Normale mitgebracht. Und wir wissen nicht, welche in welcher Büchse sind. Also werden wir das gleich auslosen. Und dann muss einer mit den Leuchtenden angeln und einer mit Normal. Und dann gucken wir mal, ob die Leuchtenden auch was bringen. Genau, da bin ich echt gespannt. Tatsächlich hatten wir die noch nie am Band. Wir probieren das einfach mal aus. Und damit ihr vielleicht die Stelle auch mal wieder erkennt, vielleicht spielen wir noch mal ein paar Sequenzen ein aus Filmen, wo wir schon mal da waren. Ja. Also, auf geht's. Zusammenbauen, auslosen, Petri Heil. So, dann wollen wir mal gucken. Wir werden Stöckchen abbrechen. Und einer davon wird ein bisschen länger sein. Und der andere davon wird ein bisschen kürzer sein. Ich werde die Stöckchen halten, schön mischen. Und ich lasse Heiko ziehen. Und Heiko darf sich dann aussuchen, welche von den beiden Kisten er gerne nehmen möchte. Nee, nicht ganz. Derjenige, der mit dem kürzeren Stock. Ach, derjenige mit dem kürzeren Stock. Ja, der darf sich das auch suchen. Der ist ja so ein bisschen benachteiligt mit dem kürzeren, also. Das weiß man nicht. Naja, gucken wir mal. Gut. So, ich werde die Arme hier an der Seite nehmen. Natürlich so, dass man nicht sehen kann. Und vor allen Dingen, dass ich nicht schummeln kann. So, Heiko, welche Seite möchtest du denn haben? Ich nehme die Seite. Den? Ja. Na, dann zeig mal, also meiner ist jetzt hier und zeig mal deinen. So haben wir den Vergleich. Also ja. Peter hat den größeren Stock, ich genau. Den kleineren. Also ich nehme tatsächlich die leuchtenden Dinger. Wenn aber auf den normalen nichts beißen sollte, ne? Ich habe nur zweite Route mit und ich habe nur extra Köder mit. Also Reserven sind dabei. Da ist Peter nicht ganz alleine. Also Reserven habe ich auch dabei, auch eine zweite Route mit Carolina und alles drum und dran und ein paar Kunstköder. Das wird eine spannende Geschichte, aber erstmal heißt es Battle. Auf geht's, ab ans Wasser, Feuer frei. Ich durfte mir ja jetzt aussuchen, was ich nehme und ich habe mich natürlich für die entschieden, die wir noch nicht am Band hatten. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die tatsächlich aussehen. Also, denk mal so Neonfarben. Oh Gott, die sehen ja eklig aus. Ja, da bin ich auch echt mal gespannt. Naja, sieht interessant aus. Ich bin ja echt gespannt, wer hier die Nase nachher vorne hat. Immer ganz schön Zug hier drauf auf dem Fluss, also ganz schön Strömung. Die letzten Tage hat es sehr doll geregnet hier und ja, heute wird natürlich schön, Gott. Und da wir gut Strömung drauf haben, fische ich mal einen T-Rig. Dadurch kann der Köder natürlich besser in der Strömung flattern. Und ich glaube, da habe ich einen Vorteil mit gegenüber Heiko. Ich glaube tatsächlich, dass Peter einfach nur faul ist. Der will einfach nur die Rute ins Wasser stellen und gar nichts großartig was machen. Ja, na gut, das könnte natürlich auch. Oh ja. Petri Heil. T-Rig, ne, oder T-Knoten. Klein Tauwurm drauf. Und Heiko denkt, er kann das vielleicht wettmachen, indem er mit zwei Haken am Droppi angelt.
Ich lasse mich überraschen. Na toll, gerade ausgeworfen, Rute so ein bisschen straff. Gab schon einen ersten Zupfer und das ist das Resultat. Also schon mal die Hälfte geklaut. Ich werde den jetzt anders aufködern. Ja, aufziehen. Nämlich nur vorne. So. Und ich denke mal, das geht auch. Das geht definitiv. Da hat Peter den ersten Fisch verhaftet. Zumindest schwimmt er noch im Wasser, aber... Natur 1 zu 0. Natur ist bei mir auch. Meine ist nur bunt. Eine schöne kleine Güsse, aber auch richtig gebissen. Und mit dem Stück Wurm, was ich da noch drauf hatte. Wenn ich hier mit ein paar Aufnahmen beschäftigt bin, fängt Peter hier ein Fischchen nach dem anderen. Tatsächlich nicht die Fische, die wir eigentlich wollten, aber es ist Fisch. Erstmal wieder eine kleine Güsse, aber ich denke mal, die Zielfische werden auch noch kommen. Ne? Also eine kleine Güsse, schnell wieder zurück ins Wasser. Im Winter sollte man, die Fische haben ja ihren Stoffwechsel so ein bisschen runtergefahren, weil Wechsel war, ne? Und deswegen sollten die Happen auch nicht allzu groß sein. Also, naja, bei Heiko sind die Würmer ein bisschen größer, die er am Haken hat. Von den anderen reden wir nicht. Ich habe dich jetzt erstmal in Ruhe gelassen, alles ja, gut. Ja, das habe ich nicht getan. Peter legt hier richtig ein vor. Schon wieder Biss. Und diesmal ist eine schöne Winterplatze. Hier war aber schon mal einer bei. Uaha, die hat aber einen weggekriegt. Ne? Schönes Rotauge, ne? Also hier war aber einer mal, der die fressen wollte. Heiko, wie viele Fische hast du denn schon gefangen? Warte kurz. Kein. Ich kann da nichts dafür. Ich bin ja so. Das hat jetzt gefehlt. Nein. Wisst ihr, was ich immer sage? So? Das tut mir aber leid. Jetzt wisst ihr auch, warum Peter immer warme Hände hat. Der reibt sich den ganzen Tag nur die Pfoten. Und wisst ihr, warum? Weil er es kann. Weil er es kann. Genau. Ich muss schnell zu Heiko eilen. Heiko, was machst du hier für Sachen? Ja, ich mach das ähnlich wie du. Ich Weißfisch. Tatsächlich eine Plötze, eine schöne. Ja. Aber nicht der Zielfisch. Für mich zumindest Barsch. Aber nichtsdestotrotz ein schöner Fisch. Du, ich will dir mal ganz ehrlich sagen, das sind Barsche, die haben sich nur als Plötze getarnt. Ach! Ja, nachdem wir jetzt hier lange Zeit nichts hatten, ist Peter ein ganzes Stückchen weitergegangen. Und tatsächlich den ersten Barsch. Und Heiko mit dem nächsten Fisch. Heiko, was hast du gefangen? Ich würde sagen, das ist das, was du vorhin auch hattest. Eine kleine Güste. Eine Güste? Auf dem unteren Haken, also die stehen ziemlich tief. Sobald es hier vorne auch flacher wird, ist nichts mehr mit Bissen. Ja, Katastrophe, ich weiß, ja. Und wenn ich weiß, ja, ich gehe ins Solarium, dann werde ich braun. So. Wenn man das jetzt überspitzt darstellen möchte, hört sich das heute so an, als wenn Peter so ein Plumpsangler ist. Also es ist tatsächlich so, als wenn er damit 100 Gramm Blein um sich wirft, oder? Naja, so, ne? Also... Manche sagen ja zu Ansitzanglern, die mit Grundangel angeln, die sagen, da sagt man Plansch- und Plumpsangler, weil das Blei immer so rein plumps. Ne? Aber ich denke mal, auch das ist so eine Kunst für sich. Peter mit dem nächsten Barsch. Er hat sie gefunden. Ich glaube, der Kostümverleih hat zu. Die können sich nicht mal als Güste oder als Plötze tarnen. Oh, ein schöner Barsch. Wenn wir uns mal die Biss
Ausbeute heute angucken. Also im Moment ist es ja so, dass der natürliche Tauwurm vorne liegt. Kann das zwei Ursachen haben. Entweder liegt das am Köder selber, dass sie diesen natürlichen ohne Farbstoff eher mögen, oder aber das liegt an der Montage. Weil ich angle ja hier eine Strömung mit einem T-Knoten. Das heißt, der Wurm kann immer eine Strömung noch ein bisschen hin und her flattern. Und das geht bei Heiko eben nicht, wenn er mit einem Dropshot angelt. Caroline ist ein bisschen was anderes, aber Droppi halt so. Um mal zu sehen, woran es liegt, die Chancengleichheit dann auch mal zu wahren oder ein bisschen anzugleichen, hau ich mir nachher mal so einen leuchtenden Tauwurm dran. Nur mal zu sehen, ob das am Köder liegt oder eben doch an der Montage. Die Bissfrequenz hat ja zwischenzeitlich abgenommen. Mittlerweile ist sie echt gut, aber wir kriegen die Bisse irgendwie nicht verwandelt. Peter jetzt gerade wieder mit einer schönen Plötze. Gehen wir kurz runter, gucken wir uns das Ganze mal an. Eine schöne Winterplötze. Ja, Petri. Petri, Dank. Und wieder auf dem Wurm. Ja. Du hast auch noch Dropshot, oder? Ja, ich habe noch Dropshot drauf und ich habe auch einen von deinen leuchtenden Würmern drauf. Also, damit habe ich jetzt schon Barsche, Plötzen gefangen. Also, ich denke, das liegt doch eher an der Montage, dass ich diesen Seitenarm dran habe mit diesem T-Knoten, dass er einfach mehr eine Strömung flattern kann. Das mag gut sein. Da das vielleicht lieber mögen. Das hatten wir vorhin ja gerade an der Stelle gehabt, wo die Barsche waren. Ja. Da habe ich das tatsächlich auch probiert mit meinem normalen Dropshot, mit dem Doppelhaken-System. Nicht ein Biss, doch ein Biss hatte ich, aber ansonsten nichts. Und Peter hatte da tatsächlich Biss. Was mir so aufgefallen ist, Heiko hat ja die Bisse immer auf dem unteren Haken gehabt. Das heißt, die Fische stehen sehr tief. Und da ich ja mit diesem Seitenarm so angel, kann ich die Rute immer in verschiedenen Höhen halten. Ne? Also Rute steil nach oben, das heißt, der Köder ist ein bisschen höher. Oder die Rute ein bisschen runter. Und tatsächlich, wenn ich die Rute tiefer gehalten hatte oder habe, dann habe ich auch wieder Bisse gehabt. Also die stehen dicht am Grund gedrängt, die Burschen. Ich gehe mal rauf. Richtig so. Schöne Pfannenplötze. Oh ja, die sind so lecker. Und haben sie jetzt im Winter so richtig schön festes Fleisch. Ja. Ja, Heiko, dickes Petri. Die bleibt an Land, würde ich sagen. Ab in die Pfanne. Ja, na dickes Petri. Petri, Dank. Die Kollegen Stachelritter tun sich ja so ein bisschen schwer, ne? Ist die Frage, ob die das tun oder ob wir das tun? Die Barsche. Die haben immer die anderen Schuld. So, Heiko, was hast du da geangelt, sag mal? Den Fisch, auf den wir tatsächlich noch gewartet haben. Er ist ein bisschen klein, aber wir haben ihn. Ein kleiner Döbel. Ja, Petri Heil. Leukiskus cephalus. Und wiederum, worauf gebissen? Auf den unteren Haken. Sehr schön. Also die drängen sich an Grund. Da der zu klein ist, schnell lösen. Wieder sanft in die Natur entlassen. Tatsächlich wieder kein Barsch. Na toll. Aber eine zauberhafte Plötze. Geh mal rauf. Sehr schön. Dickes Petri. Das wäre schon was Richtiges für die Pfanne oder auch zum Einlegen. Heiko, wie war das? Ausnahmen bestätigen die Regel? Ausnahmen bestätigen die Regel, da sagst du es ja tatsächlich. Dieses Mal Barsch. Und am oberen Haken. Das ist ja unglaublich. Aber wollen wir mal gucken, der ist natürlich viel zu klein, schnell wieder rein. Mal gucken, ob das noch eine Nummer größer geht. Ansonsten heißt es denn so langsam auch zusammenpacken. Ha. Noch ein klein Döbelchen, der schön das Vorfach genommen hat, den Köder genommen hat. Einen kleinen hübschen Döbel. Ja, Petri Heil. Schnell zurück, mein Kleiner. Hopp. Ja, passt doch. Das ist doch ein geiler Abschluss. Ja. Ist Peter nicht immer der, der von Ordnung spricht? Während Heiko immer alles ganz genau einpackt und schön zusammenrollt und so, baue ich einen Teppich. Ne, und zu Hause mache ich das dann wieder in eine Straßenbahn draus.
Flupp, Spagat. Ich wundere mich, was das so fischig ist. Hallo. Das liegt aber daran, dass wir gut gefangen haben. Ich rutsche hier fast mit den Beinen weg auseinander, mache hier einen Spagat. Mach mal runter so. Also, weiß nicht, ob man das tatsächlich sieht, aber das ist sehr glatt. Heiko muss sich an meine Größe anpassen. Ja, warum eigentlich nicht umgedreht? Wieso bringst du dir nicht eine Leiter mit? Ja, eigentlich schon. Einen Hocker, so könnte ich mitnehmen. Tja, dann ist schon wieder ein Angeltag vorbei. Und eigentlich sollte heute Nachmittag die Sonne scheinen. War sie kurz auch? Für 5 Minuten? Ja, so ungefähr. Dabei haben die was von 5 bis 8 Stunden erzählt. Ja. Aber vielleicht kommt es ja auch heute Abend noch raus. So. Ja, auf der anderen Seite von der Erde. Genau, beim Dunkelwerden. Beim Dunkelwerden. Ja, was sollen wir sagen? Also, wir haben ja nur bunte Würmer, nein, leuchtende Würmer gegen normale. Und im Endeffekt ist das egal, welche von beiden ihr euch an die Angel hängt. Die Fische reagieren auf beide doch recht gut. Das war ziemlich ausgeglichen. Ja. Was natürlich interessant war, wir haben jeweils jeder 4 verschiedene Fischarten gefangen. Das mit Tauwurm ist natürlich auch schon mal für den Winter ganz gut. Andere Köder hätten wir vielleicht nur 1 oder 2 andere Arten fangen können. Vielleicht, aber vielleicht, ne? Darum ging es tatsächlich heute nicht. Was vielleicht sein kann, da vielleicht nochmal an euch, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, schreibt mal eure Erfahrungen zu den Würmern. Es kann natürlich sein, dass die in der Nacht natürlich einen Unterschied machen, ob man den oder den dran hat. Vielleicht habt ihr Erfahrung, schreibt das mal. Ansonsten, wie immer, kommentieren, Daumen hoch, guckt bei Insta vorbei und wir wünschen euch einen schönen Restsonntag. Und denkt daran, wenn du Wurm leuchtet, ne, kann er mehr Fisch bringen. Vielleicht. Vielleicht. Peter wollte bestimmt gerade was anderes sagen. Nein, nein, um Gottes Willen. Also, schönen Restsonntag, Petri Heil. Petri Heil.